Hallo, ich begrüße Sie zur Oktoberausgabe von TUC Talk. Aktuell werden ja händeringend Absolventinnen und Absolventen der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaften gesucht. Die Ingenieurslücke wird in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen, da viele Expertinnen und Experten in den Ruhestand gehen werden und zu wenig Nachwuchs nachrückt. Daher hat es sich unser heutiger Gast zur Aufgabe gemacht, junge Schülerinnen und Schüler mit spannenden Experimenten für das kreative Denken zu begeistern. So trägt sie auch dazu bei, dass Made in Germany auch weiterhin ein angesehenes Gütesiegel bleiben wird. Veronika Mühlhausen ist die Leiterin des Kreativzentrums an der TU Chemnitz. Die gelernte Diplomlehrerin für Polytechnik hat an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt studiert. Nachdem sie 8 Jahre in ihrem Fach tätig war, startete sie nach der Wende ein berufsbegleitendes Studium mit Abschluss zur Diplom-Sozialpädagogin. 5 Jahre lang arbeitete sie in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 12,5 Jahre als Fachreferentin für Kinder- und Jugendschutz. 2007 kam sie dann für die Projekte Future Truck und Kreativzentrum an die TU Chemnitz zurück, um Lernangebote für Schulklassen anzubieten, welche die Lust am selbstständigen Entdecken von Technik und Wissenschaft wecken sollen. Hier kann die gebürtige Zwickauerin mit einem Händchen für Kinder und Jugendliche ihr technisches und handwerkliches Geschick sowie ihre Neugier ausleben. Für die Zukunft wünscht sich Veronika Mühlhausen den Ausbau des Kreativzentrums zu einem Kompetenzzentrum, in dem das Interesse für MINT-Fächer verstärkt gefördert wird. Hallo Frau Mühlhausen, ich begrüße Sie recht herzlich bei TUC Talk. Hallo Frau Müller. Schön, dass Sie kommen konnten. Wir möchten heute gleich mal mit einer etwas provokanten Frage einsteigen, nämlich die Frage, wozu braucht denn die Technische Universität überhaupt ein Kreativzentrum? Ja, die Idee für dieses Projekt wurde geboren aus der Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft, die schon vor vielen Jahren, also vor mehr als 10 Jahren, gesagt hat, wir haben einen Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel wird in den nächsten Jahren noch größer, weil wesentlich mehr Arbeitnehmer sozusagen den Arbeitsprozess verlassen, als Absolventen von der Universität nachkommen. Und auch unsere Universität, nicht nur unsere, auch andere Universitäten an ihren Studierendenzahlen festgestellt haben, dass gerade für den technischen Richtungen, aber auch für die anderen MINT-Fächer die Einschreibzahlen ja nicht allzu hoch sind. Die Möglichkeiten, die wir an unserer Universität haben, mit unseren MINT-Fachrichtungen bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind, dass also hier noch hohe Kapazitäten möglich sind, auch Maschinenbau in den verschiedenen Facetten zu studieren. Und ja, man hier etwas dagegen tun wollte, um dieses angekündigten Fachkräftemangel nicht irgendwo explodieren zu lassen. Da haben wir natürlich überlegt und haben auch gesagt, dass eigentlich die Ursachen schon in der Schule liegen, dass in der Schule der Technikbezug sehr gering ist. Ein Technikfach, vor allen Dingen auch in den Gymnasien, gibt es nicht. Außer, wie gesagt, in der Klasse 5 und 6 das Fach Technik und Computer, wo einige technische Grundlagen vermittelt werden. Aber da ist es dann schon mit der Technik auch zu Ende. Und wir gesagt haben, wir schaffen ein Projekt, wo wir Schulen Angebote unterbreiten im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Projektarbeit, verschiedene Themen aufzuarbeiten, die Technik, die Naturwissenschaften, die Mathematik, die Informatik den Schülern näher zu bringen, ihnen zu zeigen, wie interessant oder was für interessante Studienrichtungen es dafür gibt, wie interessant das sein kann, um dann schon sozusagen eigentlich von Schulzeit an beim Studienwahlverhalten dort Gleise zu legen, um da mehr mögliche Absolventen dann auch in diesen so stark nachgefragten MINT-Fächern haben. Da ja auch gerade in der Forschung, in der Entwicklung, im Ingenieurwesen nach neuen Wegen, nach neuen Lösungen gesucht werden, haben wir gesagt, also neue Lösungen und Wege findet man natürlich auch mit einer kreativen Denkweise, alte Wege verlassen, neue Wege suchen. Ja, und so kamen wir zu dem recht einfachen Namen Kreativzentrum und was sich mittlerweile auch in den Schulen ganz gut etabliert hat. Und das war die eine fachliche sozusagen Notwendigkeit für dieses Projekt. Die andere Sache ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Uni leistet sich ja auch eine Kinderuniversität.
Wir haben auch einen Seniorenkolleg, die Fakultäten bieten Angebote für Schüler an, aber die richten sich meistens erst an die Schüler ab Klasse 8, sodass die Schüler, die zwischen Kinderuni und dann irgendwann mal irgendwo in der Klasse 8 und 9 sind, die sozusagen in der Luft hängen. Und da haben wir gesagt, wenn wir die Schüler, wenn es uns gelingt, diese Schüler auch weiter durch Angebote an unsere Universität zu binden, haben wir gute Chancen, wenn die, die Schüler sich für ein Studium an einer deutschen Universität entscheiden und die Studienrichtung wird bei uns angeboten, dass dann auch die Wahl für unsere Uni, zugunsten unserer Uni fällt. Denn auch Untersuchungen haben ergeben, dass Schüler häufig auch bei ihrer Entscheidung, wenn sie sich öfters wählen müssen, dann das nutzen, wo sie sagen, hier fühle ich mich wohl, hier kenne ich mich aus, hier habe ich schon positive Erfahrungen gemacht, Erlebnisse gemacht. Also diese Identifizierung mit der Technischen Universität hier in Chemnitz möchten wir dann auch gern mit unserem Projekt erreichen. Wir fühlen uns als Kreativzentrum als Verbindungselement zwischen den Angeboten für die ganz Jungen und den Angeboten der älteren Schüler der Fakultät. Und sind auch immer sehr bemüht, über die Angebote der Fakultäten informiert zu sein. Würden uns dann auch manchmal wünschen, dass wir auch vielleicht in dieser Richtung auch mehr Informationen bekommen, um dann diese Informationen an Schüler, die noch jünger sind, aber vielleicht im nächsten Schuljahr dann in der Klasse 8 oder 9 sind, sagen. Und wenn ihr im nächsten Jahr euch da vertiefend damit beschäftigen wollt, dann haben wir direkt auch an der Fakultät Angebote und dass wir also dann auch die Schüler zu diesen Angeboten schicken können. Naja, aber wie genau soll denn das gelingen, dass sich die Schülerinnen und Schüler mehr für Technik interessieren? Ja, also da jetzt ist es häufig ja so ist, dass die Schüler ja das machen, wo sie sich sicher fühlen, womit sie gute und positive Erfahrungen gemacht haben. Von Schulseite doch sehr theoretisch der Unterricht abgehalten wird, haben wir das Prinzip, dass die Schüler sehr handlungsorientiert, praxisorientiert arbeiten sollen, dass sie alle die Möglichkeiten haben, sich selbst auszuprobieren und zu experimentieren. Das gelingt natürlich nur, wenn man den großen Klassenverband von 34 bis 30 Schüler aufbricht, dass wir dann die Klassen in Kleingruppen teilen, wo dann nur noch 10 oder 12 Schüler drin sind. Und dann arbeiten die Schüler zu den ausgewählten Themen, die vorneweg mit den Lehrern abgesprochen worden sind, in den kleinen Gruppen, werden von den Studenten betreut und sozusagen an das Experimentieren herangeführt. Also diejenigen, die ein bisschen ängstlich sind, dass wir auch da Ängste und Vorurteile abbauen. Und wenn dann die Schüler so das erste Mal auch ein Modell selbst zusammengebaut haben und das funktioniert, dann sind die natürlich stolz drauf. Und dann kann man sagen, siehst du, das hast du doch geschafft. Und dann würdest du beim nächsten Mal, wenn du das mal ausprobierst, auch was Schwierigeres schaffen. Wir haben auch in unseren kleinen Werkstätten, die wir hier noch anschließen haben, auch die Möglichkeit, gerade auch im Bereich der Naturwissenschaften, jetzt unsere kleine Haushaltschemie, dass die Kinder also selbst Seife herstellen, ihre eigenen Seifen kreieren können, die sie dann natürlich auch mit nach Hause nehmen können und dann stolz sozusagen den Eltern, den Geschwistern und Freunden zeigen können oder für die erste Freundin ein kleines Geschenk packen. Wir experimentieren auch mit Wachs und gestalten dann auch Wachs, wo dann der ein oder andere auch mal eine künstliche Ader ausprobieren kann. Aber uns geht es dann auch hauptsächlich um die Techniken, um die Verfahren. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Man muss mehr aufpassen, dann auch mehr dann ab Klasse 5 geeignet. Mit den Grundschülern ist dann selbst eine Gruppe von 12 Schülern zu groß. Das könnte man dann nur vielleicht mit der Hälfte machen, könnte es mal probieren. Aber auch sie können selber ein mathematisches Spiel herstellen. Solche praktischen Angebote können wir natürlich nur umsetzen, wenn auch die Lehrer, die ja das als, sag mal, mit uns abstimmen, genügend Zeit mitbringen.
Also 3 bis 4 Stunden wäre dann ein gutes Zeitfenster und dann könnten wir solche praktischen Angebote machen. Wir hätten ausreichend Zeit in den Stationen zu experimentieren, die Experimente auszuwerten, die Schüler auch selber mal ein Feedback geben, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und wir können auch den Bogen zur Technik spannen und vor allen Dingen auch informieren, was gerade zu dem Thema auch angeboten wird von seitens der Universität, von den einzelnen Fakultäten. Mhm. Und die Stationen werden von meinen schönen Hilfskräften betreut. Wir haben zurzeit ungefähr 10 Hilfskräfte unter Vertrag. Und je nachdem, wie kompliziert das Experimentieren ist, arbeiten dann mit den Kleingruppen, mit den Schülern an jeder Station 1 bis 2 Studenten. Ja, wir haben jetzt schon gehört, dass Sie sehr viele Angebote für die Schülerinnen und Schüler haben. Aber wie wird denn eigentlich dieses Workshop-Programm erarbeitet? Also gibt es da vielleicht Vorgaben von den Schulen? Von den Schulen nicht, aber wir orientieren uns am sächsischen Lehrplan. Schauen nach, welche Unterrichtsfächer zu diesen MINT-Fächern gehören, sowohl in den Grundschulen wie auch Oberschulen und Gymnasien. Wir haben es jetzt mit großer Kraftaufstrengung geschafft, auch an diese ganzen Angebote, die wir seit Jahren schon machen, in unserer neuen Homepage jetzt auf der Universitätsseite gut einsehbar für alle Interessenten und Lehrer zu haben. Das heißt, die Lehrer können jetzt die Seite öffnen und bei Angeboten für Schulen ihre Schulart auswählen und dann vielleicht ihr Fach Physik auswählen und ich habe jetzt Schüler der Klasse 8 und dann sehen Sie, was wir an Angeboten machen. Wir haben aus dem Lehrplänen Angebote rausgesucht, wo man viele schöne praktische Experimente machen kann, aber auch den Bogen, wie gesagt, zur Technik spannen können, weil das ist uns sehr wichtig. Denn das ist wichtig, dass die Schüler auch in der Technik hinter den Kulissen schauen und dann feststellen, also Technik, Maschinenbau, Elektrotechnik, also das ist nicht alles mit schmutziger Arbeit verbunden oder hochgefährlich. Und begreifen tue ich es auch gleich gar nicht, weil es kompliziert ist. Also dass sie dann auch sehen, ich habe das ja auch begriffen. Warum soll ich das Nächste nicht auch begreifen? Das ist also wirklich begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes, gedanklich, wie auch mit den Händen ist. Und dass Sie auch dann feststellen, es hat Spaß gemacht. Sie betreuen das Kreativzentrum jetzt ja schon eine ganze Weile. Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, was wird aus dem Kreativzentrum mal werden? Vielleicht so in 10 Jahren? Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es als Kreativzentrum, als außerschulischer Lernort, als Begegnungsort hier erhalten bleibt, dass sowohl die Schulen das weiter so intensiv nutzen wie bisher. Wir haben auch bisher uns immer auch offen gehalten und geöffnet für zentrale Veranstaltungen gemeinsam oder auch für die Fakultäten, ob das Informatikerfrühstück ist, Jungchemikerforum oder andere Veranstaltungen. Also dass wir auch eng mit den Fakultäten zusammenarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass sozusagen der oben begonnene Renovierungsaufwand jetzt sich auch weiter hier unten in der Halle fortsetzt. Denn die Schüler stört das beim Experimentieren nicht. Aber es ist doch, wenn einige Eltern dann mal genauer hinschauen, es ist schon Renovierungsbedarf da. Und das ist nicht nur mit ein bisschen Farbe getan. Es muss also auch eine grundständige Sanierung der Fußböden, der Decke, Mauerwerk sein und dass dann vielleicht das Kreativzentrum in einem modernen oder modernisierten, aber noch industriell alten Charme hier seine Arbeit fortführen kann. Frau Mühlhausen, ich drücke Ihnen den Daumen, dass es klappt. Danke, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ich danke auch. In der nächsten Ausgabe wollen wir uns die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik genauer anschauen. Dazu sprechen wir mit dem Dekan Prof. Dr. Stefan Streif nicht nur über die verschiedenen Forschungsschwerpunkte wie Mikroelektronik, Automatisierungstechnik oder Algorithmenentwicklung, sondern auch über die Herausforderungen in Ausbildung, Forschung und Fakultät, denen er sich nun als neuer Dekan stellen muss. Sollten Sie Fragen zu diesen Themen haben, können Sie uns wie immer unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse erreichen. Bis zum nächsten Mal.